Mit einem Segel über den Schnee zu gleiten, das hat der hier vor fast 100 Jahren bereits gemacht. Roald Amundsen aus Norwegen, der erste Mann am Südpol, hat die Windkraft genutzt, um schneller voranzukommen. Er hat sich einfach ein Segel vor den Schlitten gespannt und damit ziehen lassen. Auf dem Wasser werden die ersten Kites bereits in den 80ern ausprobiert. Die Prototypen liefern die Franzosen. Da ein paar Kitesurfer ihre Sportart im Winter sehr vermissen, kommen sie in den 90ern auf die Idee, das Ganze einfach im Schnee zu testen. In Deutschland könnt ihr unter anderem in der Eifel und auf dem Feldberg Snowkiten lernen. Und das ist Chris, Snowkite-Lehrer am Feldberg. Hallo. Hi, grüß dich. Hi Simon. Servus. Wie geht's? Super. Freut mich. Und du zeigst uns heute das Kiteboard, ne? Ja, genau. Ich zeige euch das Snowkiten. Wir gehen heute auf den Gipfel und dann lernen wir das. Ich hoffe, ihr habt gute Laune dabei. Alles klar. Fett. Dann geht's los. Ganz wichtig ist, dass ihr nicht alleine mit dem Kite auf den Berg loszieht. Das dient zu eurer eigenen Sicherheit. Macht erst einen Kurs in einer Snowkite-Schule oder bei einem Lehrer wie mir. Wir schulen und machen euch so weit fit, dass ihr alleine los könnt und zeigen euch die wichtigsten Dinge in der Theorie und im Flug. Ich bin Windsurfer und Wakeboarder und bin auch selber leidenschaftlicher Snowboarder und Skifahrer. Und deswegen dachte ich mir, okay, kombinier das doch mit dem Schirm. Wenn du das schon auf dem Wasser kannst, warum kannst du das nicht auch auf dem Schnee machen? Gleich gehen wir auf unser Areal, dann lassen wir die ersten Kites steigen und die Nina und den Simon mal ein bisschen durch die Luft fliegen. Zum Kite-Equipment. Ganz wichtig natürlich ist der Kite, den zeige ich euch jetzt mal. Das ist ein 14 Quadratmeter Kite. Das ist ein Flautenkiller, also das heißt, wenn wenig Wind ist, dann nehmen wir den zum Fliegen. Zuerst lernt ihr den Kite zu steuern. Im Prinzip funktioniert das wie bei einem Lenkdrachen und ist richtig kompliziert. Zum Snowkiten braucht ihr auf jeden Fall Skier oder ein Snowboard. Wichtig ist, dass ihr schon fortgeschritten seid in dieser Sportart, sprich, dass ihr fit seid und schon ein bisschen fahren könnt. Also Board oder Ski unter die Füße schnallen und den Lenkdrachenwahnsinn mit den bekannten Schwierigkeiten beim Ski- und Snowboardfahren kombinieren. Das fühlt sich am Anfang an wie ein außer Kontrolle geratener und schneller Schlepplift. Sehr viel mehr könnt ihr nach einem Tag auch nicht erwarten, aber mit ein bisschen Ausdauer und Talent habt ihr nach einer Woche beim Snowkiten schon richtig Spaß, so wie die hier. Also, Kurs buchen, Gefühl für den Kite entwickeln, blaue Fleckensalbe einpacken, lange Unterhosen für längere Aufenthalte im Tiefschnee anziehen und nur mit einem Lehrer trainieren, der selbst die unbegabtesten Schüler motiviert und schlechtestes Fahrverhalten schönlügen kann. Also ich fand, die beiden haben das beide spitze gemacht. Du auf dem Snowboard, du auf dem Ski, das war top für die ersten zwei Tage. Unter den Bedingungen, klasse. Jetzt würde ich nur noch sagen, hang loose, ab in die Schneebar. Schönen Abend noch.